Hallo, mein Name ist Andreas Wutz und willkommen bei ECO. Wer das Spiel nicht kennt, es ist ein Indie-Spiel, was zurzeit im Early Access ist. Und in dem Spiel geht es darum, eine Zivilisation in einem simulierten Ökosystem zu bauen und einen Meteoriteneinschlag zu verhindern. Denn wir haben 30 Tage Echtzeit, also in 30 Tage Zeit in echt, den Meteorit abzuwehren. Dafür müssen wir Laser bauen. Und wir fangen halt an mit nichts. Wir starten quasi wie in Minecraft als Figur. Und müssen dann uns über Skills, Essen und so weiter weiterbilden, Punkte kriegen, weiter forschen, selbst skillen, sodass wir dann den Meteoriten loswerden. Da oben ist er. Wir haben jetzt auf dem Server noch 24 Tage Zeit. Insgesamt standardmäßig hat man 30 Tage Zeit, um das zu tun. Und wir spielen jetzt hier quasi schon 6 Echtzeittage, also eine knappe Woche auf dem Server. Was das Spiel so interessant macht, ist, dass alles hier ein bisschen simuliert wird. Also, wenn ich mal kurz hier die Karte aufmache, das ist unsere Welt. Und wir haben jetzt hier quasi verschiedene Layers. Da sehen wir jetzt die ganzen Tiere, Pflanzen und so weiter. Und die haben alle unterschiedliche Anforderungen an ihre Umwelt. So braucht zum Beispiel Korn, weiß jetzt nicht genau was, aber es braucht halt eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Bodenfeuchtigkeit, keine Luftverschmutzung und so weiter. Und am Anfang ist Verschmutzung selbst noch nicht so das Problem, aber wenn man dann später quasi in der Zivilisation voranschreitet, entsteht dann Bodenverschmutzung. Also das kann ich, glaube ich, hier mal anzeigen. Da haben wir nämlich jetzt schon ein bisschen was. Also überall da, wo jetzt hier diese Flecken sind, da ist der Boden schon verschmutzt und das breitet sich aus. Und ja, und unser Ziel ist, wie gesagt, den Meteoriten, den ich hier schon wieder verloren habe, auszulöschen, bevor er auf den Planeten kracht und alle auslöscht. So, und wie wird das Spiel jetzt gespielt? Also wie gesagt, wie bei Minecraft, man fängt halt an, ohne alles. Und ja, dann legt man los, besetzt ein bisschen Land, macht sich das zu eigen, baut sein Haus, schaut, dass man Nahrung hat, denn je nachdem, was für von Nahrung ist, kriegt man Skillpunkte. Mit diesen Skillpunkten kann man dann verschiedene Professions lernen, also Berufe. Davon gibt es an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Der Survivalist, das hat jeder, das ist quasi der Standard-Skill. Und so kann man sich dann in den verschiedenen Professions weiterbilden. Und dort gibt es dann verschiedene Skill-Trees, also jetzt bei der Survivalist, was in dem Standard-Ding ist. Kann man halt unterschiedliche Dinge craften, also Basic Crafting machen, die Efficiency steigern, das heißt, man braucht weniger Ressourcen, um jetzt zum Beispiel einen Bogen herzustellen und dann auch noch die Crafting Speed, also dass es schneller geht. Ansonsten kann man noch die Research Efficiency steigern, dass man halt schneller Forschung betreiben kann, denn dieses Professions haben auch wieder verschiedene Spezialitäten oder Specialities, auf die man sich spezialisieren kann. Und wie man hier sieht, sind die noch nicht erforscht. Die muss man selber erforschen. Dafür haben wir hier so eine kleine Hütte gebaut, auf der man das erforschen kann. Da muss man dann wieder Bücher haben. Und diese Bücher geben dann so eine Art Schriftrollen raus. Und auf denen kann man dann die Skills lernen. Und wenn man sie freischalten will, muss man Skillpunkte dafür benutzen. So, und so gibt es halt ziemlich viele unterschiedliche. Also es gibt halt einen fürs Kochen, der ist dann dafür zuständig, dass man Nahrung hat. Ein Jäger, Schmied, Taylor, Gott, wie heißt das deutsche Wort? Derjenige, der halt Sachen macht, also Anziehsachen. Dann der Carpenter, der Holz verarbeitet und Möbel herstellen kann. Und auch diese Schilder, Truhen und so weiter, die Holzhäuser. Dann gibt es noch den Ingenieur.
Der ist halt alles, was. Also der kann halt Straßen bauen, der kann Autos bauen, der kann Strom erzeugen lassen, der kann Öl bohren, der kann Industrie dann erforschen. Damit kann man dann Bagger bauen, Ölraffinerien. Was es da alles nicht gibt. Wenn man jetzt hier mal guckt, da sehe ich dann zum Beispiel, kann ich eine Fabrik bauen, irgendwelche Kabel, Labors und so weiter und so fort. Und halt dann, jeder Skill Tree hat dann auch quasi noch Efficiency und Speed, sodass man halt weniger Ressourcen braucht. Und wie spielt man jetzt das Spiel? Am besten, man sucht sich ein paar Kumpels. Also wir haben hier einen kleinen Server mit 4 Leuten. Einer wuselt hier irgendwo rum. Ich weiß gerade nicht wo. Aber der macht irgendwas. Ja, wie gesagt, wir sind zu viert. Jeder ist auf ein paar Skills spezialisiert. Also ich bin der Farmer und Ingenieur. Das muss ich noch lernen. Und anderer Kumpel ist Carpenter und Taylor. Andere ist Hunter also Jäger und Koch. Und der letzte ist Steinmetz und noch irgendwas. Und ja, so spielt man das. So dass man halt innerhalb von 30 Tagen diesen Meteor da los wird. Und ja. So, dann, jetzt muss ich mir überlegen, was ich eigentlich machen wollte. Genau, führe ich euch am besten mal kurz rum hier, was es wir alles so haben. Also, das ist unser kleiner, flauschiger Dorfplatz. Da ist das Haus von einem Mitspieler. Dort auch. Und da oben ist meins. Da gehen wir dann nachher mal hin. Und wie sieht man hier, gibt es jetzt hier verschiedene Truhen. Da wird unser Essen gespeichert. Die verschiedenen Pflanzen und also die Pflanzen und das Fleisch hat verschiedene Werte. Also wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, das ist irgendein gebratenes Fleisch, das hat 10 Proteine, 10 Fett und gibt uns 550 Kalorien. Und man muss halt auch schauen, dass man sich ausgewogen ernährt. Dafür hat man jetzt hier diese Übersicht über die Nutrition-Werte, also die Nährstoffe. Und da gibt es Kohlenhydrate, Proteine, Fett und Vitamine. Und man muss versuchen, die im Gleichgewicht zu halten, so dass man von jedem ungefähr gleich viel hat. Und diese Werte geben einem dann Skillpunkte über den Tag. Also wenn man sieht, das, was ich jetzt zurzeit habe, da kriege ich 138 Skillpunkte pro Tag. Und wenn ich das ein bisschen ausgewogener mache, also jetzt zum Beispiel hier mehr Proteine, mehr Fett und mehr Vitamine und nicht so Kohlenhydrate reicht, dann kriege ich auch mehr Punkte. Und da kann man dann schauen, was man essen will. Also wenn ich jetzt hier das esse, also die Wurst, sieht man, dass meine Skillpunkte hochgegangen sind. Jetzt habe ich schon 151, weil ich halt mehr Proteine, Fett habe und die Kohlenhydrate-Skills-Werte runtergegangen sind. Also das ist quasi unsere Truhe, wo man Essen hat. Da haben wir jetzt, glaube ich, mehrere. Also wir haben ja Fleisch, Fisch, Gemüse, irgendwelche Eintöpfe und so weiter. Und hier haben wir Mehl und Felle. Hier wird gerade unser Essen gekocht. Das ist ein ganz normales Lagerfeuer. Da kann man quasi die Dinger eingeben, wie viel man haben will. Das ist, wie viele Ressourcen es braucht. Und dann hier noch die Zeit, wie lange es dauert, um herzustellen. So, gehen wir mal kurz weiter. Hier unten geht es dann zu unserem Arbeitsbereich. Da haben wir hier einmal eine Küche, das haben wir gerade neu gebaut. Da kommt dann bald der Ofen hin, wo dann cooleres Essen gemacht werden kann. Denn die Werkzeuge, also wie Öfen, Schmiede, haben auch Anforderungen. Hier ist jetzt unsere Schmiede. Die besteht aus Ziegelstein, die anderen aus so Cobblestone wie bei Minecraft. Weiß gar nicht, wie das heißt auf Deutsch. Ja, also hier haben wir unsere Schmiede. Die hat kann halt verschiedene Dinge. Okay, das ist ein Kollege von mir. Geh weg. Und wie man hier sieht, da wird gerade Eisen erzeugt, also Eisenbahn.
braucht zurzeit keinen Power, also kein wirkliches, sondern man muss Kohle verbrennen. Man kann es an verschiedene Storages anbinden, wie man hier sieht. Und dann das Statusfeld. Also diese Bloomery braucht halt nichts außer halt ein bisschen Energie. Und hier aber der Amboss, wenn wir da mal kurz drauf gehen, der braucht halt zum einen, dass es in einem Raum steht, dass es Tier 2 Materialien sind. Da sieht man, Tier 2 Materialien sind Bricks, Glas und Lumber oder besser. Und dass es mindestens 25 Quadratmeter braucht in diesem Raum. So. Dann kann man noch Leute autorisieren, an diesem Ding zu arbeiten. Kann halt hier über den Modus einstellen. Das gehört jetzt mir jetzt nicht. Ich bin nur autorisiert, das zu benutzen. Kann man halt entweder sagen, es ist public, whitelisted oder blacklisted, also dass man Leute erlaubt oder nicht erlaubt explizit. Ja, hier haben wir jetzt unser Lager, wo wir jetzt hier verschiedene Dinge lagern können. Also hier lagern wir hauptsächlich Stein, Kohle und diesen Mortarstone. Damit kann man halt Häuser bauen. Hier haben wir unsere Holzverarbeitung, den ersten Teil. Ja, da kann man dann jetzt hier so Holzzeugs herstellen, also Stühle, Auftrags, Boards oder ja, Türen, dann diese Holzdinger zum Bauen von Dingen, kleine Tische, große Tische und verschiedene Werkzeuge. Und ja, so, dann gehen wir mal weiter oder gucken wir hier bei uns das an. Das ist quasi unser Wasser, da dieses Haus, was da steht, ist unsere Fischerei. Da derjenige, der jagt und kocht, der hat auch den Fischerskill. Und mit dem angelt er Fische. Muss aber aufpassen, dass man nicht zu viele Fische angelt, sonst gibt es keine mehr und wir sterben alle, weil die Tiere pflanzen sich fort. Und wenn es keine mehr gibt zum Fortpflanzen, dann war's das. Okay, hier wird gerade was gebaut. Gehen wir mal kurz weiter. Jo, genau, hier ist unser Steinmetz drinne. Der macht die ganzen Steine, also die Mortarstone hier, die Ziegelsteine und so weiter. Da ist unser Goldlager. Hier unten ist unsere Mine, also da können wir kurz reingehen. Da werden die verschiedenen Ressourcen abgebaut. Ja, hier ist ein bisschen Gold gestapelt, weil wir zu viel davon haben. Und wenn wir dann ganz unten sind, sogar mit Beschriftung, haben wir unser quasi Endlager, weil eines der Probleme am Anfang, die man hat, ist, wenn man Eisen, Kupfer, Gold und sowas schmilzt, kommen diese Dinge hier raus. Die nennen sich Tailings und die erzeugen Bodenverschmutzung und die muss man am Anfang unter der Erde reinpacken. Ansonsten verseuchen sie das ganze Land und dann wächst nichts mehr. So. Okay, gehen wir wieder hoch. Und dann zeigen wir noch den Rest. So, gleich haben wir es geschafft. Dum, 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 dum. Gut, so, gehen wir mal kurz. Ach, das brauchen wir nicht zeigen. Ja, hier ist unsere Forschung. Zurzeit. Ah, warte mal, ich müsste eigentlich mein Buch abholen können. Ah, ne, das hier wird automatisch in die Kiste gepackt. Also hier, das sind diese Skillbooks, die man lernen kann. Und mit denen kann man dann halt weitere Skills freischalten lassen. Man sieht hier wieder die Anforderungen für das Ding. Und das Gute ist, dieses Skillbook selbst muss man nur einmal erforschen. Und wenn man dann draufklickt, kommen diese Skill-Scroll-Dinger raus und die kann jeder benutzen. So dass man halt nicht jedes Buch für jeden neu entwickeln muss und dann. Aber so kann jeder jede Skills lernen. Muss halt dann nur über Skillpunkte freischalten. Und ja, da haben wir jetzt halt hier schon ein paar mehr. Ja, das ist unsere Forschung. Ist halt recht unspektakulär. Dann haben wir hier unser Contract Board. Also wir haben an jedem herstellenden Gebäude so ein Board, wo man Aufträge erstellen kann, falls man mal alleine online ist und irgendwas braucht.
So kann man hier sagen, Create Contract kann auswählen, was man machen will, also zum Beispiel transportieren oder halt Blöcke removen, Straße bauen, Räume bauen, Baumstämme und Geraffel wegräumen, Felder ernten, Rasen mähen, eine umschließende, also mehrere Jobs machen. Man kann sich bezahlen lassen, ein Feld pflügen, Items in irgendeinen Container packen, Erlaubnisse bekommen oder halt wie gesagt was transportieren. So kann man jetzt hier, wenn ich da mal drauf drücke, verschiedene Jobs machen. Also man wählt dann aus, zum Beispiel mit Transport, von wo nach was kommen soll. Und man kann sagen, okay, wenn was unterwegs ist, dann bezahle ich dafür. Oder wenn man es unter Freunden spielt, kann man die Bezahlung auch weglassen und dann den Contract an das Board hängen. Jetzt haben wir hier zwei. Einmal für Stühle und einmal für einen großen Rucksack. Und ja, so kann man dann quasi Aufträge für andere erstellen. Jetzt bin ich hier bei einem Haus von einem Kollegen. Wenn man jetzt hier mal reingeht, kann man das halt ein bisschen einrichten. Leider kann man hier mit diesen Stühlen nichts machen. Die sind nur für Dekor da. Denn für seine Grundstücke kriegt man auch Skillpunkte. Das ist dann dieses Teil hier. Wenn man jetzt da mal draufklickt, sieht man, mein Haus hat eine Küche, einen Wohnraum, einen zweiten Wohnraum, ein Badezimmer und ein Bett. Und je nachdem, was man für Werte reinstellt, kriegt man halt noch Skillpunkte, maximal 50 pro Tag. Und ja, ist jetzt recht unspektakulär alles. Hier ist unser Klo. Kann man kacken gehen. Kann man leider nichts mitmachen. Und hier sind noch ein paar Werkbänke. Da unten ist ein Keller. Und hier hat er sein Schlafzimmer. Und hier kann er die Aussicht genießen. So, und dann gehen wir mal noch hier hoch. Das ist unser für unsere Straßen, da kann man Straßen bauen. Und ja, wenn wir jetzt hier oben sind, dann kommen wir nämlich zu unserer Mühle. Denn dort kann man Getreide mahlen oder jedes andere Ding auch mahlen. Also wie man sieht, das ist ein bisschen idyllisch. Da laufen Tiere rum. Da ist gerade ein Elchreh, ein Hase. Und da muss man zum einen aufpassen, dass man sie nicht alle tötet, weil dann gibt es keine Nahrung mehr. Und zum anderen muss aufpassen, dass es nicht zu viele gibt, weil sonst fressen sie die ganzen Pflanzen weg. Und so muss man versuchen, eine Balance reinzukriegen, indem man versucht, nicht alles zu töten, nicht alles umzuhauen, nicht alles abzubauen, bloß weil man es kann. Aber man trotzdem versucht, so schnell und effizient voranzukommen, damit man den Meteoriten stoppen kann. Ja, und das ist unsere Mühle. Das Windrad und das Teil hier hinten ist nicht nur zur Dekoration, denn das erzeugt Strom oder Power. Denn einige Werkbänke, wie zum Beispiel hier die Mühle, brauchen Power. Und das Gebäude hier erzeugt insgesamt 400 Watt, die sind immer fest, die variieren nicht. Und diese Mühle hier braucht 100, wenn sie mit in Betrieb ist. Und ja, so muss man dann halt langsam anfangen, auch Elektrizität zu haben. Am Anfang braucht man es nicht, irgendwann gibt es dann noch Öl und Diesel für die verschiedenen Fahrzeuge. Man kann Kohlekraftwerke bauen, die dann Straßenlaternen befeuern. Und ja, so dass man halt langsam seine ganze Zivilisation aufbaut. So, ja, das war's eigentlich erstmal für heute. Ich versuche mehr Videos einfach zu machen. Vielleicht mache ich sogar einen Livestream, wo man dann ab und zu mal live zugucken kann, wie wir hier spielen. Und jetzt gehe ich noch mal fix zu meinem Kornfeld, um da ein bisschen Korn zu sammeln. Und das ist dann schon das Ende von dem Video für heute. Also hier ist unser Kornfeld. Da kann man jetzt hier schön Korn sammeln, dass man dann in der Mühle zu Mehl weiterverarbeiten kann, was dann der Koch für Brote oder Kuchen oder was auch immer benutzen kann.
So, dann bedanke ich mich schon mal vielmals fürs Zuschauen. Und vielleicht sieht man sich ja mal. Ja, also dann. Viel Spaß, schönen Tag, auf Wiedersehen.